hat. Gut, wir fahren zum Konvoi, wir legen los. Mein Auto vorne, der Coyote hinten. Geschwindigkeit ist 40, Aufholgeschwindigkeit 60, Verhalten bei Sperre. Anhalten, letzte Kreuzung gewinnen, Feuerkampf dann führen und durch, abgesessen durchbrechen. Verhalten bei Hinterhalt durchbrechen und bis Befehl dann halt. Gut, Fahrer, ich glaube, wir sind hier richtig, sind wir hier richtig. Komm mal raus. Ja, Alfred, hast vergessen, den Helm aufzuziehen. Ah, deswegen ist es so kühl da oben. Verstanden. Denk an die Ohrenknöpfe. Jesus Christ, go 60, you bloody bloke! 40 Richtgeschwindigkeit, 60 Aufholgeschwindigkeit, Alpha Mike, wenn man zu mir wird. Ich will gar nicht wissen, wie oft der gefüttert wird. Ich hab schon PTSD vom Blitzen, Mann. Außerdem dachte ich, er meint Smiles Power. Fahrzeug 1, halte. Mein Schuh an alle. Helm. Ja, das ist das Befehl. Zum Führer der Gruppe. Section Lead. Absatz 30. 360 Grad Sicherung. Ende. Gut. Bro, absitzen. Schwarz absitzen. So, Tupari, wollen wir uns das vielleicht ein bisschen aufteilen, damit wir Sektoren besser einteilen können? Nimmst du Süd bis West, ich nehme West bis Nord und wir hoffen, dass Weiß Encounter oder Kontakt gerufen, Leute? Die restlichen Teile hat. Ja, okay. Sag Bescheid, wenn es weit ist. Schauen wir mal. Gut, Blau, unsere Sicherungsrichtung West bis Nord. Unser GNSMG und schau die Straßen. Jo, da habe ich die Straße mit dem MG. Habt ihr mal einen Baum? Ah, Lage, wir haben Absatzpunkt erreicht. Wir rücken jetzt gemeinsam im Marsch vor auf geplante Feuerbasis. Die befindet sich südostwärts unserer Position. Dazu blau voran, weiß in der Mitte, schwarz hinten. Bereitschaftsmeldung an mich. Blau bereit, Blau Sicherung abbrechen, wir sammeln uns an der Südseite des Fahrzeugs. Ja, wir können, der zieht danach. Ausführen. Gut, Blau, wir bewegen uns Richtung 180 Marsch, breit aufstellen. Was geht's? Wir gehen.
Weiß, wir gehen im Staggered Fall. Counter bei mir rechts. Dann lass ich mich zurückfahren, ich mach ihn. Ja. Steht. Ich vermisse meinen Kreuz. Ist rechts von mir. Rechts von dir? Ah, da ja, hinten. Ganz okay. Rechts, alles rechts. Weiß geht. Der mit dem großen schwarzen Ding, das ist kurz. Blau hier weiß. Du nimmst Stellung, sobald du das Haus erkannt hast. Und schickst mir dann deinen Moonschlepper mit. Schwarz, für dich ebenso. Sicherung dann vor Ort. Blau links, schwarz rechts. Er meint mich mit Blau verstanden. Schwarz verstanden. Siehst du auf Gebäude, Alfred? Ja. Was hat eine Scheune, oder? Da vorne ist es. Mhm. Ja. I know. Ja, Alfred, bei der nächsten Geländekante, da dann Stellung. Check. Blau, Stellung, Hauptsicherungsrichtung 140. Müsstest du jetzt sehen können. Links am Baum vorbei. Seppel, mit dir? Über Freddy. Ja. Ach du Scheiße. 12 Uhr. Schwarz hinten halt. Dein Auftrag. Klär mal links umfassend auf, was da los ist. Wir klären links umfassend auf. Marsch, Marsch. Shepard. Weiß-Blau, wir bleiben passiv. Bitte? Rechts geht's gut rum. Können wir gut umfassen. Blau bestätigt. Klingt nach einem 50-Kill oder sowas, was hier hoch. Ist auf jeden Fall links von dem Haus irgendwo. Naja, vorher ging auch nicht originär auf Blau, dürfte eine Einheit, was da hinten, die noch höher liegt, erwischt haben. Mann am Boden! Untergrund hinter dir! Fuck. Triff sie, nein, er lebt noch, er hat schon alles umgedreht. Das bin doch ich. Alter, bleib mal locker! Ich hab die Rücksicherung! Ja, okay. Alfred? Hier. Ich nehme mal den Moonschlepper von Mirko mit. Check. Counter, Sebel, mit mir kriechend. Diese Richtung. Schwarz hier weiß, ich setze kriechend an auf diese Scheune. Gib mal Bericht, sobald du was hast. Ende. Das Haus im Süden ist soweit besetzt. Letztes Wiederholen. Das Haus im Süden von euch, am Waldrand, das ist besetzt. Break, Fahrzeuggeräusche in Nord-Nordwest, 200 Meter. 6 Uhr, 6 Uhr hinter uns. AT-Waffen also bereit machen. Nicht direkt die Technico. Hütte, sondern die nächste, meine ich. Oh, shit. Ja, ich will mal die andere Seite. Oh, ja, ja, gute Idee. Ja, auf die Technik. Und eine SMG rein. Ja, scheiße. Sebel? Das war ein Direct. Was? Das war ein Direct-Hit, sag ich.
Ich hab den gerade einen UAV aufgeworfen. Wo ist Sebel? Der ist mit... Der ist vorne, der Runde. Gut. Verdammt. Ah, nein. So, denkst du, du hast den Alpha Mike oder hast du bekämpft? Ich habe ihn gut über den Haufen geschossen, ja. Beide gut. Dudes. Passt. Mannschaftstechnik bekämpft. Verstanden. Kommt er dann wieder zu mir vor? Schwarz, wir ziehen ganz an die Waldkante mit vor. Komm. Ah, ihr weiß, von Scheune aus, Richtung 200 BTR in Zufahrt. Auftrag Schwarz, vernichten. Okay. AT? AT ist bereit, noch keine Sicht. Ja, hier hat's ihn. AT, pass auf, der kommt hier okay? Ins 10. Der ist jetzt gleich in der Scheune, kommt rechts von mir. Okay, pass auf, der ist gerade hinter... Von mir aus gesehen auf 170 hinter der Scheune, da ist ein Baum, der ist von rechts nach links gefahren, der müsste jetzt gleich über linke Kante Scheune rauskommen. Da kannst du dich bereit machen. Anschlagkante zur Scheune. Der kommt jetzt links von der Scheune raus. AT, hast du zugehört oder? Ich weiß gar nicht, auf welche Seite ich soll. Ja genau, da müsst ihr dann gleich auftauchen. Antrag vor zur Scheune. Kreuz deine aktuelle Position. Rechte Flanke von Weiß. Ja, der ist bekannt. Also ich geh mal 10 vor und prüf das nochmal genau. Genau, ihr Weiß, der Schwarz zieht vor bis zur Scheune. Du beobachtest vor allem die linke Flanke. Machst dich dichter bei mir ran. Fahrfähig, liegt einer daneben. Nimm meine Teile mit. Kommen. Ich seh's gar nicht. Befehl wiederholen, ich soll an dich ranziehen. Kommen. Zurück. Ja, bis aufschließen. Vorsicht, linke Flanke. Nimm meine Teile mit. Jo, check. Check für uns. Was, wir sollen ausschließen? Ja, wir sollen gut, mit Alpha. Wir schließen jetzt auf zu Antagon. Achtung, linke Flanke, wahrscheinlich der BTR. Wir bewegen uns da rechts tief hinter dem Gelände. Ja, Teile Weiß hängen sich hinten dran. Und Weiß geht. Schwarz kriegt Meldung. Aktuell noch keine Sicht. Antagon ist SL. Wir haben eine Section, also gleichzeitig noch LT. Geh ein bisschen Gas. Ja. Und dann noch zwei andere Feuerteams. Einmal blau, das ist Alfred, und einmal schwarz, das ist Tupari. Wo ist der Grenadier? Hier. So, wir bleiben mal hier in Stellung. Stellung. Hier einfach die Raketen schmeißen. Sebel, du auch. Weiß, ich bin mit den Resten deiner Teile westlich von dir in Stellung. Ah ja, Majosch, wir haben BM- Verstanden. BTR Zufahrt aus Süd. Ah, ich habe Audio, okay. Ostwärts von Scheune. Ja, auf 100 Grad ist der ungefähr. Der sattelt hier rum. Gut, Tupari, nach hinten ausweichen. Wo sind wir gerade? Hier, oder? Blau, schwarz, ihr weicht nach hinten aus, wir machen weiter nach Plan. Meine Teile zu mir. Okay, Weiß, bewegt euch runter. Blau bei mir sammeln. Wir bewegen uns Richtung 320. Sebel ist bei uns wieder. Jo, wir gehen hier in Stellung. Ich glaube, Sebel ist nach unten. Nee, der kommt jetzt gerade. Ah, bist du auch zurückgeschickt worden. Passt. Okay, sucht euch hier an der Geländekante irgendwo Bäume, wo ihr euch dann hinter die Geländekante zurückziehen könnt, sollte der BT auftauchen. Mann. Ja, der ist irgendwo verkrümmt, glaube ich. Ja, gut. Kommt wenn dann raus. Nach rechts, da geht es wieder flach runter, aber nach hinten geht es halt hoch. Ja, aber hier ist eine kleine, also kleine Geländekante, hinter die du dich verkriechen kannst, wenn du flach bist. Ich höre ihn da links fahren irgendwo. Ja, der ist auf der Straße östlich von uns. Blau, schwarz, ihr weiß, ihr kennt den Plan.
führt das durch. Ich würde euch vorschlagen, ihr geht dann überschlagend vor in Kampfrichtung, dem Waldweg folgen nach Süden. Was kommt. Das, ja, blau bestätigt, dann würde ich mich an Anfang von Waldweg begeben, dort in Stellung kommen. Ja, koordiniert den Rest selber. Ich bin ja nicht bei euch. Ende. Okay, Schwarz verstanden. Wieder da hinunter zu den Bäumen. Schwarz, Sicht auf Panzer, kommt jetzt auf uns zu. Toll. Wir halten hier. Wieder. Blau, schwarz, ich hab keine Ahnung, was ihr da treibt. Macht das Ding weg. Ist gerade direkt hinter der Hütte. Ja. Blau, keine Sicht auf Fahrzeug. Kreuz? Ja, bin dran. Komm mit. AT bekämpft, dran. Ich nehme die Waffe auf. Da ist er. Da unten fährt er. Roter Nebel markiert. 1-4-0. 1-4-0 Freifläche. Kreuz. Fährt südwestlich. Sorry. Schön. Nicht getroffen? Oh. Doch, Treffer. Doch, sind die ausgebotet? Ja, botet aus. Ich verriebte. Gut, ja, aber ich hab mich angesagt mit Feuer. Ja, passt schon. Das ist mal gefallen. Verzeihung. Alles gut. Infanterie links von der Hütte. Alpha Max down. Scheiße. Geht's dir gut? Alter Gott, ja, am Boden. Alpha Max ist down. Wir ziehen uns wieder zurück da in die Bäume. Säbel? Ja, Alpha ist down hier vor mir. Ja, zieh. Achso. Blau hier bei Weißkampf. Wo links, Leute? Ich komm von links. Schwarz hier bei Weißkampf. Haben wir Himmelsrichtungen noch oder gibt's nur mehr links und rechts, Säbel? Ost. Weiß 2, hier weiß 4 Kampf. So. Wo ist jetzt? Jungs, hier vorne wird nicht geflickt, hier vorne wird geschossen oder nach hinten gezogen. Ich hab ihn. Säbel? Ja. 150 Meter Richtung. Also nicht in diesem Rauch. 090 ULGs in den Rauch rein. Okay. Weiß, zieh dich auf die rechte Kante der Hütte zurück. Ich behag linksseitig mit ULGs. Ich weiß nicht, ob deine eigene sind mittlerweile. Puls und Blutdruck vorhanden. Weiß mit. Links ist ein, links ein eigen. Links ist blöd. Ja, schwarz, eure aktuelle Position ebenfalls an, bitte. Hier schwarz, wir befinden uns östlich von der Hütte. Ja, check. Nicht schießen. Weiß 4 Meldung. Der Gruppenführer ausgefallen. Ende. Okay, kannst du den aufnehmen, Kreuz? Jo. Ist er soweit dicht? Der ist soweit dicht. Der Nummer Schwarz 2, wir sind schon an der Waldkante. Verlauf Richtung Süd, der letzte ULG kannst du nicht nah zu uns Ende. Hab ich. Ja, wir haben ULGs gestopft. Hinweis, Blau verlegt jetzt zur Hütte mit einem Kadalfer. Los runter. Mirko, kommst du klar? Ich komm klar erstmal. Ja, klar. Einfach Mike ist wieder wach. Ah, gut, okay. Majosch will wechseln, ich brauch CPR bei Antagon. Ja, Jack, er ist gleich dicht. Okay. Rest mach ich. Jo. Dein Tourniquet? Ja. Holst also du nachher bei mir ab? Ja, ist seins, glaube ich. Schätze ich mal. Ja, was ist Blau, für Schwarz kommen. Fertig. Hast du gerade aktuelles Kommando? Haben wir überhaupt Funkgeräte? Ja, wir haben Funk, Block 3. Ja, ich gehe davon aus, kommen. Okay, wie sieht's aus? Kann ich einen Cut Bravo und einen Cut Alpha mit zur Hütte bringen? Kommen? Ja, positiv verlegt, seine Verletzten zur Hütte. Verleg also ganzer zur Hütte.
Geh dann in Sicherungsposition mit deinen verbleibenden Teilen Richtung Ostgeländekante. Okay, dann bleibt bitte mir vorhanden. Schwarz verstanden, wir kommen zur Hütte. Gut, Kreuz, Säbel, ihr bleibt hier herüben. Ja. Nein, andersrum. Alpha Mac, du bleibst hier herüben mit Kreuz. Säbel, du kommst mit. Zack. Ich geb dir den Neuball hier in der Seite. Ja, du das. Zerbost. Hab ich eine Nummer? Medic. Check. Ja, wir werden da vorne an der Geländekante schauen, ob wir Medic. Sicherung aufbauen. In der Hütte, in der Hütte. Zieh weiter hier rein, Säbel, schau, dass du Sichtlinie zur Ortschaft vermeidest. Check. Oh, Kreuz, solltest du nicht auf der anderen Seite? Ja, war gerade meine Frage, hatte ich den zweiten Befehl falsch verstanden? Ja, der war okay, an Säbel nur gerichtet, okay. Sorry. Ja, war undeutlich okay. Von mir. Also, ja, wir haben euer Ost. Ja, ich lasse dir noch Säbel da als Verstärkung, du bist jetzt auf zwei Mann runter, richtig? Aktuell ja, ein Bravo, gut. Ein Alpha. Lauf da oben nicht zu weit herum. Yep. Was denn? War das kaputt? Säbel, Granaten in die Richtung. Loser, du bist getroffen. Habt ihr es? Muss laden. BTR, kampfunfähig. Ja, schon die nächste Zeit eigentlich. Ja, so weit war er nicht, Loser. Blau-Schwarz jeweils. Frage, Lage. Hier blau, bin mit zwei Mann an Ostseite, zwei Mann an Westseite in Sicherung. Teile schwarz bei medizinischer Versorgung plus ebenfalls Sicherung Ost. Kommen. Verstanden, Frage. Wie AT-fähig bist du noch, kommen? Kreuz, wir haben gar nichts mehr, oder? Es war einmal Werfer. Aber Kreuz ist nicht hier. Ja, es war ein Eimerwerfer. Ja, ich habe noch einen M136. Kreuz hat sein Pulver verschossen, kommen. Trennung, Schwarz. Frage, PA-Fähigkeit. Hier Schwarz, AT, aktuell noch Cut Alpha. Ein Cut Bravo weiterhin ebenfalls in Behandlung. Aktuell noch volle Wirkungsfähigkeit, sobald Henry wieder da ist. Ja, ich korrigiere deine Meldung. Du hast wohl nur noch eine M136 Endor, wurde von irgendjemand verschossen. Ja, auf einem BTR, der schon bekämpft war, schlauerweise. Okay. Gut. Okay. Ja, bleibt dann zwar hier in Stellung, ich komme gleich. Wo ist Schwarz, weißt du das? Teile Schwarz sind da oben, ja, in Stellung, danke. Sicherung Ost. Loco, bist du einigermaßen fähig? Bitte? Achtung, ich kreuze. Kreuz. Oh, nein, Kreuz. Oh Gott. Den Moment hatte ich schon lange nicht mehr. Schön. Feierst du gleich noch ein bisschen Sandmatt für mich? Ja, hold on. Sollen wir dann schon auf die rechte Waldrandseite verlegen, dass wir vorbereiten oder brauchst du noch länger mit verwundeten Versorgung? Pass mal auf, verleg mal. Am besten geschlossen. Scheiße, weißt du, ob auf dem Auto noch Endos waren? Ich glaube nicht, da waren nur 136er HEDB und HEAD. Da wäre so 5-6 Bandagen oder so, kann ich gebrauchen. Ja, bilde mir ein, keine Engel gesehen zu haben, aber ich kann mich auch täuschen. Ja, dann komm mal her. Okay, sorg mir mal dafür, dass du das irgendwie kriegst. Ich prüfe. Geschlossen oder nicht, ist mir egal. Warte mal, nee, nicht geschlossen. Einfach schick mal vielleicht deinen AT-Mensch und noch jemanden da hoch. Treffpunkt ist die Hütte hier. Das ist die Sturmausgangsstellung für euch dann. Das ist unsere Sturmausgangsstellung. Passt. Gut. Gut. Warum ich? Warum? Antagon, ich bin wieder fit. Gut. Ja, dann auch. Ja, einfach Mörser vorbereit machen. Oder ja, beziehungsweise sich umgehen.
das ist hier. Ja, passt. Du löst Kreuz Kreuzer hier aus seiner Sicherungsposition raus. Kreuz, du ziehst dich zu mir zurück. Jo. So. Wir müssen hoch zu den Fahrzeugen weitere ATs holen. Warte, ich sammle mal kurz Säbel ein und frage Topari, ob er alleine mit der Sicherung auskommt. Muss aber wohl so sein, weil da Leute mit Ferngläsern in der Gegend starren. Hab's gerade erfahren. Topari? Yep. Kann ich die Leute, die ich hier in der Sicherung hatte, abziehen von dir? Hast du genug Leute jetzt hier? Loser müsste gleich wieder da sein, von dem er dann müsste das gehen. Der hat nur einen Kratzer, glaube ich. Gut, passt. Dann Kreuz Säbel. Wir bewegen uns den Wald hoch. Alpha Mike, du hältst die Westseite. Ja, genau. Hier ist die Granaten schmeißen. Ja, genau, dahin. Alfred. Hier. Gut. Bekannt, dass, ist bekannt, dass da eine RPG liegt? Ja, wir nehmen einfach keine Fernwaffen auf. Alfred? Ja. Ja. Marius kommt mit zu dir, mit dir mit. Nimmt mir auch noch eine, bringt mir auch noch ein M136 mit und irgendwelche Saline-Scheißzeugs, Sandzeug. So, pass auf, ich lasse da eine gleich hier. Ah, geil. Sollte genau. Zwischenzeitlich was Marius, kommen. Du kommst ja wieder her. Ja, ich nehme Saline und Zeug mit, ja. Gut, wir bewegen uns, 330, marsch. Aber jetzt soll ich mitkommen? Nein, du bleibst hier in Stellung, Sicherung auf der Westseite. Was genau sollen wir jetzt da oben machen? Was heißt, wir aufnehmen? Wir sammeln eine T-Fähigkeit ein. Alfred? Ja, Schüsse rechtzeitig. Ja, bist du sicher, dass wir zum richtigen Ziel laufen? Ja. Bin ich. Da ist die Hütte. Ja. Ich frage mich noch, ob ich darüber möchte oder ob ich lieber. Wir laufen da runter gleich. Also. Südost, ich glaube nämlich, dass Schwarz irgendwie in Troubles ist. Vielleicht kann man wir von da unten unterstützen. Also hier bei der Ferne. Schwarz hier blau, Frage, seid ihr im Feuerkampf? Komm an. Hier Schwarz, negativ, wir sind nicht im Feuerkampf. Das muss unten aus den ersten Hütten kommen. Ach so, verstanden. Ende. Oh. Halt. Kontakt auf Fragezeichen? Ich hab da unten Bunkerstellungen, Sandsackstellungen. Ja. Oh ja, mal das. Ist das ein MG in der Bunkerstellung? Ja. Ja, dann gehen wir mal weg. Weiß hier blau, haben Sturmausgangsstellung erreicht, haben Sicht auf Bunkerstellung, Hesco-Barrieren, Ja, benutzt mal als 1-4-8er, du hast Koppelpunkt erreicht, Frage, ist Schwarz bei dir, komm an. Schwarz ist auch da. Ja, Schwarz so eben eingetroffen, komm an. Frage, Position Bunkeranlage, komm. Kann sein, ich übernehme dann Bunkeranlage, Ortsbeginn, in Koordinate 094147, komm mal. Ja? Spitzer weggehen. Ah, verstanden. Das MG ist hinter der Hundefutter. Das habt ihr schon entdeckt, okay. Sind das 200 Meter? Kommt denn? Ja, 220. So was in der Größenordnung. Blau, schwarz, hier weiß. Ich bin im Feuerkampf mit ostwärtigen Teil, quasi westlichem Teil der Ortschaft. Mhm. Meine Absicht, ihr tragt den Angriff zügig vor. Ich bereite Granaten vor für euren Einbruchspunkt. Ihr werdet hören, drei Sprenggranaten, dann kommt Nebel. Das ist euer Signal, kommen. Also? Ja, so verstanden. Drei Spreng, dann Nebel, dann Sturm. Kommen. Zupari, bestätigst du auch, dass du das verstanden hast? Schwarz verstanden. Okay.
Vom Eindringen her? So, wir kriegen jetzt gleich Mörserunterstützung. Dreimal sprengen, dann Nebel, dann stürmen wir den Scheiß. Zupare, wollt ihr, wenn der Nebel liegt, euch linksseitig dann vorarbeiten? Ich glaube, da schaut die Decke nicht ganz gut aus. Unterwegs. Ja, das können wir machen. Wir würden dann so auf halber Höhe rechts versuchen vorzurücken. Ich mag nicht da unten in dem Schusskanal rumlaufen. Nee, das ist ungünstig. Das heißt, da mach dich bereit, sobald der Nebel liegt, dass du Straße überquerst. Ich bleib hier mit meinem MG in Stellung und mit meinen Leuten. Wir bekämpfen dann auch gleich noch Ziele, die wir sehen und unterdrücken Richtung Bunkerstellung. Nicht so weite Sprünge, dass wir aufholen können, Tupari. Check. So. Also, schwarz springt. Alpha Mike, du hast den Bunker mit dem MG-Schützen in Sicht. Eher schlecht als recht. Die Vegetation ist shit. Dann gehen wir parallel check. Mit einer Zangenbewegung. Ich müsste noch ein paar Meter nach links, dann würde es klappen. Ja. Also auf die andere Straßenseite oder was? Ja. Ich geh mal zu dem Baum hier. Ja, dann probier das. Ja, ich hab sie. So, wo schlangt diese HE sein? 50 zu weit. 50 bis 100. Habe ich mich so mit meiner Anker begehrt, wo die sich befinden? Nein, die sind da unten genau in der Kurve Ortsanfahrt. Hier in dem Bereich haben wir fair reingeschossen. Okay. Da unten ist eine Dishcam, da will ich jetzt nicht einfach ohne Nebel rüber. Okay, du sagst einfach go. So, Kreuz, du hast das beobachtet. Das war zu weit. Welche Himmelsrichtung? Ost. Danke. Weiß hier blau, Mörserwirkung ein Stück zu weit Ost. Ziele nicht bekämpft. Komm mal. Ja, verstanden. Frage: Wie viel Meter? Wie weit war das circa? 80. 50? Ja, das macht lieber 80. Grob 80. Ja, wir senden jetzt nochmal drei hinterher, dann Nebel, das ist dann euer Signal. Ich mache mich fertig zum Ausweichen und folge euch dann euren Spuren. Kommen. So verstanden, kommen. Gut, er schickt noch einmal drei, dann Nebel, hoffen wir das Beste. Dann muss er ausweichen, er wird hierher ausweichen und dann unseren Spuren darunter folgen. Das heißt, ja, wir gehen da jetzt auf alle Fälle rein. Frage, bin ich grün, wenn der Rauch liegt? Wenn der Rauch liegt, sind alle grün. Oh, der war schön. Ja, der Schütze lebt leider immer noch. Ja, warte mal. Ja, der steht noch an seinem MG. Okay, grün. Splash Nebel in 15, ja, das ist euer Signal. Verstanden. Gut, Alpha Mike weiter unterdrücken. Zubare, ja. Schau, dass du auf die andere Seite kommst langsam. Pari? Laden! Sprung! Jo, die kommen links aus den Wäldern raus. Pari, pass auf, in den Wäldern vor euch sind Kontakte. Links danke. Aus den Wäldern? Jo. I'm confused. Das ist ein Toter. Okay. Okay, alle bis auf Alpha Mike, wir bewegen uns runter an die Straße. Also nicht ganz runter, sondern auf Höhe der ersten Bäume hier. Wir rücken ein Stück vor. Schwarz wäre bereit für überschlagenes Vorgehen. Komm. Ja, check, passt auf, vor euch in den Wäldern womöglich Kontakt. Wir rücken rechtzeitig auf. Alpha Mike stopfen, nachziehen. Säbel, Kreuz, unterdrücken. Faria kann weiter vorrücken. Danke, wir rücken weiter vor. Geh mit ran.
Jack, dann wieder unterdrücken. Lade. Ich lass dich hier in den Stein. Okay, die bewegen sich ganz langsam da rechts. Das ist gut. Alpha, du bleibst wieder in Stellung. Ja. Der Rest drückt vor. Passt auf, dass er nicht durch die Feuerlinie von Alpha kreuzt. Vorwärts. Und schon. Warte, Stellung. Ich flipp aus, Säbel. Sorry. Säbel, ich sag's noch. Ich weiß. Alpha, wenn du nicht mehr unterdrücken kannst, dann zieh nach. Kontakt weit Richtung 160, rotes Haus, grünes Dach, Korrektur, graues Dach, rechtsseitig ein Infanterist. Blau, schwarz. Hier weiß, Frage. Braucht ihr noch mehr Unterstützung bei euch? Hier blau, nehmen gerade Stellung an Straße. Standby. Zubare, gibst du uns noch Overwatch und Unterdrückung, dann springe ich mit meinem Trupp ran rechtzeitig. Jawohl, wir halten Overwatch und unterdrücken. Jack, Säbel, linksseitig der Straße, ULG ist rein. Arbeit dran. Alpha Mike, nachziehen. Bin schon da, ich bin schon getroffen. Check, perfekt. Dann stopfen, wir rücken vor. Lad mal nach. Ich lad mal dran. So, wir gehen links in den Hesco-Bereich rein. Blau, schwarz, hier weit. Gebäude rechts! Gut, passt. Hier an dem Bunker in Stellung gehen, Straße runter sichern. Check. Blau hier, schwarz. Wie sieht's aus? Können wir mit vor? Ja, wir haben Stellung genommen. Wir nehmen Sicherung ein Richtung Südost bis Südwest. Ihr könnt nachziehen. Jawohl, danke, schwarz Ende. Gut, Alpha Mike hat hier seinen Spaß. Kreuz zu mir. Jo. Nein, Kreuz ist am Dings. Nein, Kreuz, du bleibst an dem Gerät. Dann kommt Sebel zu mir. Ich dachte mir, Alpha Mike steht da dran. Entschuldigung. Nee, ich hab schon so ein gutes Ding. Keine Ahnung, ob es ist. Rechtes Gebäude nicht gesichert, nehmt es. Ja, ich wollte eigentlich mit dir jetzt das Gebäude sichern, aber das hat sich jetzt wirklich. Achtung, Frag Out Richtung 200. Frag Out. Frag Out. Wir sind schwindelig. Weiß hier blau. Bunkerstellung an Straße genommen. BTR aufgefunden. Wir halten hier Stellung Richtung Ortschaft und beginnen mit Sicherung umliegender Gebäude. Kommen. Wir haben Südwest. Ihr beiden, Frage. Deine Position. Kommen. Meine Position in 09441474. Komm an. Ich hab verstanden, du bist rechtzeitig der Straße, Rotschuh, grünes Gebäude. Schnappt euch mal, geht mal ins Gebäude mit rein. Rechtzeitig plus linksseitig der Straße. Komm an.
Ja, verstanden, wir kommen gerade den Rollweg runter, Ende. Sieht mein Auge auf links von uns, ne? Ist schon sicher, MJ, ich war schon drin. Ja, hinter der linken Häuserreihe war. Zu Bari, habt ihr Ausfälle? Er ist zwar tot, aber. Wir haben soweit nur Katsch, Bravo. Keine Ausfälle, gut. Holy shit, die 50 hat er nicht geschafft, Mann. Oder die? Das ist scheiße. Ist das ein Flieger? Das wird gleich wieder aufbrechen. So, gut, linksseitig Alfred. Der PTA drinnen. Bis jetzt mehrere Kontakte Richtung Ortschaft 200 bekämpft, die Straße hochkamen. Schwarz im rechten roten Gebäude. Keine Ausfälle, Einsatz. Keine Ausfälle, sehr gut. Gut, ich habe mein MMG da an der Geländekante. Der gibt euch noch hier einen Feuerschutz. Wollt ihr Fred? Das Ding hier übernehmen? Ich hätte gern dann meinen Kreuz wieder. Ja, okay. Und würde gern linksseitig vorrücken und gemeinsam mit Zubare. Kontakt Südosten, offenes Gelände. Was? Fred? Ja. Wenn ihr durch bist, übernimmst das HMG. Unterstützt im Verlauf der Straße. Mari, Alfred, hast du was? Nee. Südwest, Südost, Kreuz, okay. Kann ich rausrücken. Jo. Blau, schwarz. Ihr greift weiter an, entlang Straße. Ich unterstütze euch Feuer. Kommen. Blau bestätigt. Blau bestätigt, Blau geht linksseitig zur Straße vor. Kommen. Jack, schwarz, nimmt rechte Seite der Straße. Gut, Blau, wir sammeln uns hier jetzt rechtzeitig vom Bunker. Wer steht da jetzt an der Waffe? Ray, ausgelöst. Munition 200. Jack, mal links hinter dem lang. Alpha Mike, nimm dir aus meinem Rucksack Munition. Ja. Underground, wie nee, Alfred, du hast leider einen falschen Gurt. Weiß nicht, du hast mir nichts gemeldet, also hast du nichts. Dishcam lädt. Okay. Gut, das nutzen wir, dass die Dishcam lädt. Wir kreuzen die Richtung und gehen linksseitig vor. Gut, okay. Dann Pech gehabt, weiter angreifen. Bis ihr was Nächstes habt. Jesus. Ja. Tür voraus offen. Hier rein. Ja, hier rein. Ich prüfe links, links clear. Ich gehe mit. Check das Gebäude. Für ich sichere rechtzeitig vom Gebäude. Geh mit rein, Kreuz. Links clear. Rechts Gebäude. Oh. Kurz reinschauen. Jupe dran. Geh raus. Komm raus. Ende, komm raus. Sind dran. Check. Gut, wir bewegen uns da links jetzt weiter um den Zaun rum. Ja, wir gehen links weiter. Hier, da ist der Kontakt. Scheiße. Echt jetzt. Bleib mal am Boden. Rückspur, hier bei der Frage. Ist deine Stelle gut? Spare entweder, ich habe jetzt da einen von deinen umgebracht oder einen Typen, den ihr nicht bekämpfen konntet. Ja, in jedem Fall, sorry. Weiß, hier blau, zwei Kadalfa. Verstanden, markiere deine Position, ich zieh nach. Ja. Ist hier schwarz, keiner von uns wurde angeschossen von euch, komm. Ja, check, dann wäre es einfach nur schöner gewesen, wenn ihr schneller das Gebäude nimmt, bevor uns der rausnimmt. Legendär ins Haus. Weiß, ihr Blau befinden uns im nächsten Compound von eurer Position. Ja, wir nehmen das Schwarze soweit. Schwarz oder Grün? Schmarri. Grün, danke. Sorry, Jungs, auf die andere Straße. Weiß, wir gehen weiter vor. Aufstellung Blau. Machen dort verbunden ist. Lade. Frage, weiß, ob wir nachziehen? Kreuz ist soweit dicht. Ja. Ja, einfach mal auch. Oh nein, was rede ich? Verdammt, mit dem gebrochenen jetzt ganz stark. Ganz irritiert. Blutdruck ist niedrig. Eigene, komm rein. Puls hat es gut. Ich halte Sicherung. Ja, danke. Einfach merkt es zu und hat Dings. Puls und Blutdruck. Kann man ihn unterstützen? Frage ist, Kreuz, starker Puls, Verletzungen überall.
Ist das Gebäude hier gesichert? Ja. Das, an dem wir stehen, ja. Könnt ihr die rein verlegen ins Gebäude? Ja, check ich dem hier jetzt Alpha. Ist das Gebäude sicher? Ja. Ja, sehr gut, Counter. Danke. Ich erstmal selber zu. Jo. Hier schwarz, nehmt jetzt das rote Gebäude, das sich hinter dem grünen befindet. Ende. Ja. Okay. So, du wurdest getragen. Ja, schwarz, hier weiß, dein Auftrag. Du erreichst nächste T-Kreuzung. Dort Stellung, komm. Wohl, nimm nächste Stellung an der T-Kreuzung. Ende. So. Ah ja, jetzt sind sie so schnell unterwegs. Ja, scheiß mich an. Ja. Da drüben. In der Tür standen unsere, im Fenster Kontakt. Steh einfach auf. Kurz. Ja, so ist es manchmal. Gut, Alfred. Ich sitze zwischen zwei. Hier. Du hast selber auf den Beinen. Das wird hat einen niedrigen Puls. Mit Alfred mit. Okay, Alfred, du weißt, gib dir weiter an. Puls, niedrigen Blut. Check. Ja, auch die, bei dir Höhe der nächsten T-Kreuzung erreichen. Check, Säbel, Sicherung einziehen. Ihr seid jetzt Richtung Osten offen. Kreuz, Kreuz, offen. Ja, ich bin schon am Ende. Gut, wir gehen rechtzeitig vor. Ja, ja, ich bin dran. Linksseitig meinst du? Ah, ja. Heute ist der Wurm dran. Ja. Links frei. Auf die Senke, ne? So, wir nehmen da das Senke. Eben mehr Kontakt genau. Drin. Da haben wir eben mehr Kontakte drin. Check. Breit hier. So, schwarz müsste da rechtzeitig bei dem roten Gebäude sein oder schon weiter. Okay, das ist Crap. Wir haben hier linksseitig, was ich was sehen. Ja, rechtzeitig eigentlich. Ja, ganzen. Ja, ganzen Arzt. Zurück, zurück. Dran. Das müssen wir machen. Ganze Straße, nimm sie zu. Passt. Counter-Attack, wir springen Richtung 130. Sprung. Ich geh rein ins Gebäude. Rechts! Kontakt bekämpft. Gebäude clear. Geh hier irgendwo in Stellung. Wir haben da unten mal Kontakte. Check. Bleib hinten rum. Kriegst du den Infokonto? Siehst du ihn? Nö. Nee. Okay, hilft nichts. Wir gehen raus, wir gehen. Moment. Kommen wir raus? Okay, Counterdeck, wir laufen raus und links rum. In diese Richtung an den Zaunraum. Ich lauf vor, wenn du siehst, dass ich voll Volksdruck. Schnäbel, Achtung, ich komm raus. Ja, bin getroffen. Hier schwarz, komm so weit zur T-Kreuzung weiter. Falsche Form. Komm hinter Konter dran. Wer verraucht? Tabel, zieh ihn hinter das Gebäude, bitte. Check, da mache ich soweit dicht. Ich glaube, ich habe das Arschloch erwischt.